Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Job auf dem Arsch. Aktuell fällt mich schon daher. Und wir haben jetzt den Düngen noch. Ansonsten werden wir hier 0 Uhr angezeigt, was die BGH so gemacht hat. Das war gepflügt werden. Wachstum. Das Gras ist reif. Könnte man noch mähen, ne? Ja, lohnt sich fast nicht. Oh, das ist auch fast fertig. So, Wasser haben wir auch wieder voll.
der jetzt hin? Nein, ich war nicht ins, nicht ins Lager. Da werden wir zu Kumpellose reinfahren. Eine haben wir ja noch da. Gute Frage, was habe ich dran? Ja, das hab ich mir gedacht. Macht nix. Dann holen wir den anderen halt. Der passt ja auch an. das ist. Typisch. Andermal kriegen Kalibell und das geht. Weil es. Brauchbar. Schön.
Vollgas, Vollgas. Dahinter kommen, wieso kein Wasser reingeht. Das verstehe ich nicht. Doch, hier ein Ding von Wasser. Gehen wir mal andersrum. Ja, in Richtung. Sein, dass der Wassertank, den ich vorhin hier ausgelegt habe, Milchtank drin ist. Das kann gut sein.
Nee, ich muss den Hänger annehmen. Oh. Ah, nee, das. Okay, wir haben gleich eine Uhr. 20 Minuten noch. So, Wasser ist auch voll. Deswegen fahren wir noch nicht. Gras ist auch voll. Wenn das nur für 10 Tage reichen soll. Tausend ohne PGA. Soll es da noch einen dicken Back geben, ne? Hat er 94 Ballen gehabt. Gut, schlafen wir erstmal. Zwei hat noch Ruhe für 6 Stunden. Dunkler wollen wir nicht tun. Die Sonne lacht wieder mal. Gucken wir ganz kurz die Bilanz. Das ist kaum weniger geworden. 100%. Jetzt haben wir schon Milch da von 6 Stunden, von 9 Stunden. Das geht schon. Was sagt die Ackerwirtschaft? Schon was reif? Nö. Eins könnte bald reif werden. Gras ist das erste Mal, oder warten wir noch? So. Gut aus. Was haben wir an Geld? Nix. 10.000. Zeit. Jo, ich sag mal, die Folge ist zu Ende. Ich sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mir ein Like freuen. Genauso über ein Abo. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn Sie mir anschreiben. Hört uns jetzt nicht. Denn,